Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Heute mit dem Wächter über das Rezept hier. Aber ein bisschen kamerascheu ist offensichtlich. Tja, aber dann muss es jetzt auch ohne ihn gehen. Ja, bei mir gibt es heute wieder aus der Rubrik Geschenke aus der Küche etwas von meinem Lieblingsblog Food with Love, und zwar den Zimtsirup. Finde ich, passt super jetzt in die Vorweihnachtszeit. Ob in heißer Milch oder in Cappuccino oder auch in Apfelsaft, heißen Apfelsaft. Da mag ich das ja auch mal gerne. Da hatte ich ja schon auch diesen Amaretto-Sirup. Ja, man braucht jetzt auch wirklich gar nicht viel. Ich wandle es jetzt insofern wieder ab, dass da steht Vanille, gemahlene Vanille. Aber aufgrund der Vanillepreisproblematik habe ich mich dazu entschieden, dieses Vanilleback zu nehmen. Da steht auch, wie Vanilleschoten zu verwenden. Also denke ich mal, wird das so klappen. Ich werde auch gleich die doppelte Menge machen, weil ansonsten wäre mir das halt einfach ein bisschen zu wenig. Ja. Und optional ist halt, dass man, wenn man es besonders zimtig haben will, dass man auch noch Zimt, also die Zimtstangen werden ja ausgekocht gleich. Und dass man dann aber auch noch richtigen, also das ist auch richtiger Zimt, aber dass man bereits gemahlenen Zimt noch dabei, weil der bleibt dann ja drin, während hier die Stangen dann ja wieder rausgenommen werden. Und es kommt wieder rein Zitronensäure, kann ich wie immer empfehlen vom Türken, 1,99 €, dieses Riesending. Man kann es auch zum Entkalken nehmen, aber Achtung, nicht die zum Entkalken sollte man dafür jetzt nehmen. Und es geht halt auch wirklich ganz einfach. Ich sage jetzt hier das Rezept, wie es vorgegeben ist, aber ich sage ja, ich mache die doppelte Menge. Also 200 Gramm brauner Zucker und 50 Gramm von normalem weißen Zucker. Dann zwei ganze Zimtstangen. Dann ein Viertel Teelöffel Vanillepulver. Ja, ich mache es jetzt halt mehr rein. Und ich hoffe, es war auch mit Vanillepulver das gemeint. Und dann eine Messerspitze Zitronensäure. Und es steht halt, wem es nicht zimtig genug ist, der rührt halt noch einen halben Teelöffel gemahlenen Zimt darunter. Und ich habe es jetzt zwar noch nicht probiert, aber ich bin mir da ganz sicher, ich möchte es richtig zimtig haben. Ja, und jetzt kommt noch 250 Milliliter Wasser dabei. Den brauchen wir nämlich heute nicht. Wir nehmen heute das Garkörbchen als Spritzschutz einfach. Und zwar 20 Minuten Varoma und Stufe 2. Ich mache das jetzt 30 Minuten, allerdings, weil ich halt die doppelte Menge habe. Und da braucht das ja auch länger, bis das einkocht. Deswegen bei mir 30 Minuten, aber im Originalrezept bei der Originalmenge halt 20 Minuten. Und nicht zu vergessen auf Linkslauf, denn sonst würden ja jetzt die Zimtstangen total zerhäckseln. Deswegen Linkslauf. Und auf Stufe 2. Es rappelt zwar, aber die werden jetzt halt nicht zerstört, sondern ja, die fliegen jetzt halt dann irgendwo. Das Rezept kann man aber natürlich auch ohne Thermomix machen. Und das steht auch in dem Rezept so angegeben. So, bei mir ist die Zeit jetzt rum. Das hat hier richtig blubbernd gekocht, allerdings natürlich auch wahrscheinlich wegen der doppelten Menge. Ich habe mir hier kleine Flaschen, und da nehme ich wirklich nur kleine Flaschen, weil da will ich jetzt nicht Riesenmengen verschenken, und ja, wenn die dann einmal auf sind, ja. Also da habe ich Sambitter. Also keine Werbung, habe ich selbst gekauft. Ich liebe Sambitter. Und es ist sogar alkoholfrei, also da ist gar kein Alkohol drin. Das ist aber irgendwie so aus Kräutern. Ich kann gar nicht genau sagen, was es eigentlich ist. Aber darauf Orangensaft, total lecker. Naja, und das hat halt, da kosten 6 Stück 2,95 €, glaube ich, beim Kaufland. Und das passte dann gerade super, weil dann hatte ich diese süßen kleinen Fläschchen. Ich glaube, 125 Milliliter gehen da rein. 125 Milliliter. Und so einen Korken habe ich mir einfach. Wir haben so ein Geschäft, wo man sich auch so Öle und Liköre und sowas abfüllen lassen kann. Und da konnte man auch Korken kaufen. Ja. Ich glaube 25 Cent einer. Ja, und jetzt gieße ich das ab. Und ich gieße das jetzt hier durch ein kleines Sieb. Aber
Jetzt nicht, dass ich das irgendwie nochmal durch einen Filter laufen lassen würde, weil, ja, eigentlich sind da ja nur die großen Stücke drin, das sind die Zimtstangen und, naja, die passen da nur wirklich nicht durch. Ich mache die auch nicht bis oben voll, aber das ist schon richtig gut eingekocht. Wichtig halt, dass nicht der Messbecher drauf ist, weil sonst kann ja das nicht verdampfen. Ne? Also es soll ja so einkochen und sonst würde es ja nur kochen, aber nicht einkochen. Und es soll ja wie ein Sirup werden. Ich glaube, 5 Flaschen kriege ich jetzt da raus. Also ich habe schon die doppelte Menge genommen und ja, also die Ausbeute ist jetzt nicht so richtig doll, aber ich glaube, das schmeckt schon gut. Also gerade in heißer Milch auch. Also ich habe so Milchaufschäumer da rein. Ich glaube, das schmeckt gut. So, die bekommen jetzt alle ihren Korken. Und ganz wichtig ist, dass man die natürlich immer auch sauber macht ein bisschen, weil ja ein bisschen was tröppelt doch auch oft daneben und das klebt dann ja sehr. Und die bekommen von mir jetzt natürlich alle noch ein schönes Etikett und noch einen kleinen, heiß, und noch einen kleinen Zettel dran, was es ist, also wofür es verwendet werden kann. Die dann abgekühlt sind, dann kommen die bei mir in den Kühlschrank und laut Rezept, da ist sehr viel Zucker drin, das hält sich Monate, aber ich packe sowas halt immer gerne in den Kühlschrank. Ja, also ich verziehe das jetzt noch ein bisschen. Und da ist jetzt natürlich auch noch was im Topf drin. Und jetzt mache ich mir einfach ein bisschen Milch da drin, heiß im Thermomix. Und dann mache ich die Geschmacksprobe. Ich habe die Milch jetzt einfach nur bis auf 65 Grad erhitzt. Das reicht, sonst verbrenne ich mich ja hier sowieso wieder. Das riecht sehr, sehr gut nach Zimt. Ja, also man sieht auch, dass es so ein bisschen bräunlich geworden ist. Ich kann gleich sagen, das ist natürlich knallesüß. Kein Wunder bei der Menge Zucker. Also wenn man sich das in einen Kaffee tut, dann braucht man natürlich da nicht mehr. Also ich bin ja jemand, der immer einen Teelöffel Zucker in seinen Kaffee tut, aber das braucht man jetzt wirklich nicht. Ja. Das kann ich selbst empfehlen, schon als, also nur mit Milch. Also 65 Grad ist gerade so, dass ich das jetzt trinken kann. Also es schmeckt jetzt eigentlich ein bisschen wie Honigmilch. Ja, und mit diesem zimtigen, also was ihr im Hintergrund hört, das ist meine Nachbarin, die gerade in ihrer Küche rum. Die dreht da bestimmt auch gerade ein Video. Ich hoffe auch Kochvideos. Das kann ich schon alleine in Milch super empfehlen. Ich denke, in heißen Apfelsaft und natürlich auch in Cappuccino schmeckt das super. Kann ich euch empfehlen, wie gesagt, wie so oft von Food with Love. Danke an die Damen, die immer so tolle Rezepte kreieren und veröffentlichen. Ja, ich werde es euch unten verlinken. Werden wir das jetzt so richtig genießen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!